Meine Mama ist Steffen und ich arbeite am Check-in. Mein Bruder ist Check-in-Agent. Ich soll mal den Akkauf von Passagieren machen, wenn man an den Flughafen rackend, freundlich begrüßen, den Passagier sind froh beantworten, die ihn hat. Dann den Passagier anchecken, hier an seinem Bagage. Dann gehen wir den Passagier aborden. Was wir nachholen, das sind Arrivéen, zum Beispiel von speziell Arrivéen, wo zum Beispiel ein Kant, der Tresor lang, das gehen wir bei den Flieger sichern, aber wir gehen nicht raus wie bei den Eltern. Dann haben wir noch zum Beispiel Transitpassagiere, die aus einem Extraschengenland kommen, wie London City zum Beispiel, und sie gehen an Intraschengenland. Die Passagiere holen wir bei der Arrivée entgegen und gehen ihnen durch Sicherheit und Passkontrolle. Was mir am besten gefällt, ist Flexibilität, dass den eben all der an Arbeitszeiten hat, wo die sind frei, die ich nicht immer weekends, mehr um an der Woche. Dann gesagt den all der an Arbeitskollegen, man doch flott das zum Beispiel gesagt den dann mal starren hier im Flughafen, die großen Auftritt zu Lützburg hatten. Vakanzenatmosphäre, die ist sowieso immer präsent bei der Vakanzen wollen, die Leute sind immer gut gelaunt und dann möchte ich auch viel Spaß für sie anzuchecken. Muss ihn dem Passagier vertrauensfähig rüberkommen, muss ihn ein gepflegt Äußeres haben, muss ihn vor allem stressresistent sein, gut organisiert sein, vor allem, was uns wichtig ist, am Team arbeiten, muss ihn seine Sprache wissen. Das ist wichtig, Lützebäuerisch, Französisch, Deutsch, Englisch. Wenn er eine andere Sprache kann, umso besser. Also wir haben immens viele Jobs, am Ganzen sind da 244. Das fängt an um Wohl, das heißt Piloten, Stewardessen, geht über Catering, Bäcker, Schreiner, über die Administration, über die Mechanismen, bis hin zum Check-in-Agenten bei so einem Boden. Das sind die Leute, die für mich arbeiten, die den Passagier aufhören, anchecken, Bagagen anchecken, nur Boden und so weiter. Caring. Responsible und passionate, das heißt, einen sich interessiert, für die Leute dort zu sehen, auch mit den Kollegen zusammen zu schaffen, der responsible ist, als einer Arbeit, die mich trifft, responsable ist. Und passionate, weil einfach das Motto, das wir haben, ist proud to be luxe. Das heißt, dass man auch gerne möchte. Wir stellen am Moment im Check-in-Agenten an. Wir haben da schon eine Menge angestellt, die machen den Training am Moment, die sind an den Kuren, an den Formationen. Wir werden dann nachher Kehr zwischen 8 und 10 Geschichten holen für den Check-in. Wir gehen immer im Platz noch bei der Luxe. Ob das auf der Maintenance ist, ob das an der Administration ist, Ressourcen humain, also sehr viele Möglichkeiten. Eine Chance bei uns sind natürlich auch da, den Check-in-Agent, der nur fängt am Check-in, kann sich abschaffen, kann an den Backoffice kommen, geht nur eventuell Supervisor, kann Duty-Manager gehen, kann sich also wirklich abschaffen. Also all die auch Studenten an allen zu wissen, ob das Catering ist, ob das Check-in ist, an der Admin, überall. Normalerweise müssen die Monden ein Jahr so lange für Druck gemacht werden, weil kommt da immer ins Generalamt, muss man ehrlich sein.